Guten Morgen. Ich bin Alea der Bescheidene und dies ist mein Tourtagebuch. Wir sind heute in Hohenweststedt. Ja, was sich irgendwie durch Kälte auszeichnet. Luzi, wie war deine Nacht im Auto? Frostig. Sehr frostig. Und hier sind wir wieder bei Saltatio Mortis, mach dich fit. Wir haben heute unsere beiden Trainer Jean-Michel de Tambour und Bruder Frank. Breit, also breit oder eng ist mir egal. Warte. Und dann aus dem Hang. Ist das ein Contest? Wer mehr kann oder was? Eins. Einen Klimmzug, okay. Tja, jetzt haben wir uns bei dieser kleinen Sportsession so dämlich dran gestellt, dass selbst die Sonne lacht. Aber wenn das Wetter jetzt so schön mitspielt, wird der Wunsch nach einem Bad noch viel konkreter und das glaube ich, das werde ich jetzt halt auch mal noch machen. Ja? Mit Seife, bitte. Mit Seife. Du willst nur noch mal mein Tattoo sehen. Gründlich waschen. Bürsten. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, Chefin. So, meine Lieben, zum Wohle. Prost. Prost. Cheers. Flansche. Flansche. Dari. So, gewaschen sind wir. Jetzt geht's langsam los. Ich mag dieses Auszählen nicht, wenn dann jemand was tun muss, was er eigentlich gar nicht will. Aber wir gehen jetzt zusammen Guinness holen. Komm mit. Ist das das erste Mal, dass du Guinness holen willst? Ich kenne mich da gar nicht. Komm mit. Wer ist die versoffenste Band auf diesem Platz? Saltatio Mortis, mit Abstand. Nein, aber... Eine Cola und sie. Guinness. Eine Cola? Doch. Bitte. Aber die Cola, ja? Die Cola so, dass ich sie erkenne. Nein, dass alle sie erkennen. Dankeschön. Schalalala. Schalalala. Jetzt weiß ich, wofür wir den Chinesen haben. Dankeschön. Du hast den Job. Ja, Mann! Und das war mein Tourtagebuch von Hohenweststedt. Sau saufen, kann ich nur er, weil er muss nämlich weg. Hula Hoop ist eine der Sportarten, die ich nie verstanden habe. Nee, das ist doch Blödsinn.